So, es wird lecker. Die Erdbeerzeit beginnt, deshalb wird es für viele jetzt wieder sehr kreativ. Wir haben ja unsere Backfee Lynn. Die macht jetzt Erdbeeren mit Schaumküssen. Eine sehr gute Kombination. Ich würde ja einfach die Erdbeeren nehmen und oben in diesen Schaumkuss reindrücken und dann... Ja, aber es geht noch besser. Und zwar viel besser. Wir freuen uns drauf. Los geht's mit Lynn backt. Präsentiert von den Back- und Dekorartikeln von Dr. Oetker. Die talentierte Backfee verrät heute ein kleines Geheimnis. Na ihr Lieben, ich mache euch jetzt ein Geständnis. Ich bin ein riesiger Fan von kleinen Törtchen. Und am meisten, wenn da Erdbeeren drauf sind, weil ich liebe Erdbeeren über alles. Die Erdbeersaison ist für mich eine der schönsten Zeiten des Jahres. Und deshalb mache ich heute was damit. Nämlich mache ich Erdbeertörtchen mit Schaumküssen drin. Klingt geil, oder? Machen wir jetzt. So, ich erzähle euch natürlich auch, was wir dafür brauchen. Und zwar machen wir jetzt erstes einen Mürbeteig. Dafür brauchen wir kalte Butter, Mehl, eine Prise Salz, etwas Vanillezucker, normalen Zucker, ein Ei. Den machen wir gleich. Ihr braucht aber für obendrauf auch noch einige Zutaten. Natürlich Erdbeeren, Schaumküsse. Wir brauchen Schlagsahne, wir brauchen Magerquark, wir brauchen ein bisschen Orangensaft, bisschen Vanillezucker, ein bisschen Puderzucker und... Nee. Sahne steif brauchen wir auch. Eine Packung. Wir starten mit dem Teig und davor noch könnt ihr schon mal euren Ofen vorheizen. Und zwar kommt der auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Für den Teig schnappen wir uns erstmal die ganzen Zutaten für den Teig und verkneten die. Dafür brauchen wir natürlich eine Schüssel. Ist ja klar. Da kommt das Mehl rein. Und die Prise Salz, die wir hier stehen haben. Zucker. Das Ei. Der Vanillezucker. Und die kalte Butter. Meine ist jetzt gerade noch am Stück. Die schneide ich erstmal klein, weil das dann viel leichter ist, die zu verkneten. Wenn die Butter kalt ist, lässt sich der Teig besser verarbeiten und klebt nicht so sehr. Diesen Teig rolle ich jetzt aus. Jetzt nehmt ihr euch eure kleinen Förmchen. Meine haben übrigens einen Boden, den man rausnehmen kann, weil man die dann nachher leichter einfach so rausheben kann aus ihrer Form. Aber erstmal werden wir die jetzt einfetten. Jetzt nehmt ihr euch etwas, womit ihr Kreise ausstechen könnt, zum Beispiel einen Becher oder eine Schüssel. Und stecht so viele Kreise aus dem Teig aus, wie ihr Förmchen habt. Das ausgestochene Stück Teig kommt dann in die Form rein und das drückt ihr hier schön fest. Bevor die in den Ofen kommen, stechen wir die noch mehrfach mit der Gabel ein, damit die nicht hochkommen im Ofen. Jetzt nehmen wir die kleinen Törtchen und bringen sie in den Ofen. Ofen auf! Vielen Dank. Ich schnapp mir jetzt die Erdbeeren, befreie sie von ihrem Grünzeug und schneide sie in feine Scheiben. Gewaschen habe ich sie natürlich schon. So, jetzt schnappen wir uns die kleinen Schaumküsse. Ich mag besonders gerne die weißen, deshalb nehme ich heute einfach nur die weißen. Aber ihr könnt das auch mit den dunklen machen. Ist mir völlig wurscht. Ihr nehmt euch eine Schüssel und trennt die Waffeln, also den unteren Teil, ab. Und dann gebt ihr die da rein. Den unteren Teil könnt ihr wegnaschen. Dazu tut ihr jetzt den Magerquark. Vanillezucker kommt auch mit rein. Und dann schnappt ihr euch einen Mixer und verrührt das alles ganz schön durch. Jetzt nehmen wir uns so einen Messbecher und schlagen die Sahne steif. Ich habe mich mittlerweile komplett eingesaut. Also ich würde euch empfehlen, entweder größere Schüsseln zu nehmen oder einfach eine Schürze anzuziehen. Sahne steif ist echt praktisch irgendwie. Damit geht es viel, viel einfacher, Sahne steif zu schlagen. Deshalb habe ich das auch hier mit drin. Die steife Sahne hebt ihr jetzt unter eure Quarkmasse einfach mit der Gabel so ein bisschen drunter. Diese Masse könnt ihr jetzt schon mal in den Spritzbeutel füllen. Aber den legen wir noch einen ganz kleinen Moment beiseite. Denn jetzt schnappen wir uns unsere fertigen Tartlets nämlich erstmal aus dem Ofen. Die sind nicht nur fertig gebacken, sondern auch schon abgekühlt. Und jetzt kann ich endlich weitermachen. Wird aber auch mal allerhöchste Zeit, ey. Jetzt habt ihr hier O-Saft stehen, 3 Esslöffel ungefähr. Nehmt einen Esslöffel Puderzucker. Gebt den damit rein und verrührt das ordentlich. Und dann beträufelt ihr die Tortenböden damit. So, wenn ihr das erledigt habt, dann könnt ihr die natürlich auch mal aus der Form rausnehmen. Sieht ja hübscher aus. Und jetzt macht ihr noch schichtweise Erdbeeren und Schaumkussmasse drauf. Und obendrauf kommen natürlich wieder Erdbeere. So,
Damit es noch ein bisschen schöner aussieht, können wir natürlich obendrauf auch noch Puderzucker machen. Jetzt habe ich auch genug dekoriert, wird Zeit, dass ich jetzt endlich probieren darf. Ich bin nämlich so gespannt auf meine kleinen Törtchen. Guten Appetit! Krass! Die sind voll knusprig geworden, richtig lecker. Also zum Glück habe ich 6 Stück gemacht, weil alles andere wäre auch echt ein bisschen zu wenig. Kann euch die sehr empfehlen. Einfach so lecker. Oh.